herzlich willkommen zum zweiten Modul des Einsteigerkurses von Numbers auf dem iPad. Und das zweite Modul basiert nicht völlig überraschend auf dem ersten. Und falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, findet ihr den Link im Anhang unten. Im zweiten Modul beschäftigen wir uns mit der Menüleiste oben und mit Zellformaten. Und dazu habe ich schon mal die Tabelle aus dem Modul 1 geöffnet und jetzt schaue ich einfach mal, was ich so oben in der Menüleiste alles anstellen kann. Ich tippe auf das erste Symbol und dann stelle ich fest, da erscheinen ganz viele Tabellenvorlagen, die ich durchwischen kann, um verschiedene Farben zu haben. Jetzt wähle ich mal einfach eine aus und siehe da, auf meinem Blatt hat sich eine zweite Tabelle geöffnet. Das heißt, auf einem Blatt muss ich nicht mich auf eine Tabelle beschränken, sondern ich kann noch mehrere machen. Das möchte ich jetzt hier allerdings nicht, deswegen lösche ich die wieder, indem ich einfach den Rückgängig-Machen-Knopf da oben rechts benutze. Schau mir stattdessen an, was ist beim zweiten Symbol los. Angetippt bemerke ich ganz schnell, offensichtlich ist das das Symbol, um Diagramme zu erstellen. Damit beschäftigen wir uns dann ausführlich in Modul 3. Also lasse ich das jetzt hier in Ruhe und schaue mir mal das dritte Icon an. Und wenn ich darauf tippe, sehe ich, hier kann ich so einfache Bildsymbole einfügen. Etwas im Bereich Verkehr oder aus dem Bereich Sport, das kann ich mir aussuchen. Ich nehme einfach diesen Fußball hier, packe ihn rein. Mit dem Pinselsymbol zum Gestalten von Objekten kann ich dann auch etwa die Farbe verändern. Das kennen wir ja auch schon aus dem ersten Modul. Und so will ich zum Beispiel einen blauen Fußball haben. Oder eigentlich will ich ihn auch nicht haben. Ich lösche ihn gleich wieder, indem ich ihn etwas länger antippe und auf das kleine Menü, das sich dann öffnet, auf Löschen tippe. Mit dem nächsten Symbol kann man Bilder einfügen. Da sind vor allem diese folgenden vier Punkte hier wichtig. Foto oder Video aus der Galerie, mit der Kamera selber ein Bild aufnehmen. Oder wenn ich ein iPad habe mit Stift, kann ich auch was live da reinzeichnen. Und zum Schluss noch der Formeleditor, um Gleichungen mit aufzunehmen, falls ich es etwas mathematischer haben will. Danach kommt das Symbol zum Exportieren von Dokumenten. Das kann etwa sein, dass ich das Dokument gar nicht mehr in Numbers brauche, sondern als fertige Datei und mit einer anderen Software öffnen möchte, also zum Beispiel als PDF-Dokument. Dann kann ich hiermit arbeiten. Und ich kann es auch woanders in meinem Dateiordner sichern. Dazu ist dann der Befehl in Dateien sichern da. Die nächsten beiden Icons, die kennen wir schon. Das ist einmal das Rückgängigmachen-Symbol und einmal der Pinsel zum Gestalten von Zellformaten und auch von kleinen Bildobjekten, die wir gerade gesehen haben. Also gucke ich mir jetzt hier das drittletzte Symbol an. Dieses Symbol ist hauptsächlich für größere Tabellen. Also vor allen Dingen Kategorien, das ist der erste Reiter, da steht ja Gruppieren von Zellen in Kategorien. Für unsere kleinen ersten Einführungsübungen brauchen wir das nicht. Das wird dann erst später für euch interessant, wenn ihr mal mit richtigen großen Tabellen arbeitet. Für euch auch interessant, bei schon kleinen Tabellen, ist dann der Sortierenbefehl, den ich dann im Modul 3 im Zusammenhang mit den Graphen auch ein bisschen genauer erläutere. Und der letzte Reiter ist dann wieder Filter, dann kann ich auch bei großen Tabellen irgendwelche Zellen nach bestimmten Regeln rauslassen. Auch das jetzt erstmal nicht für unsere Starttabellen. Das vorletzte Symbol ist ganz interessant, denn da unten gibt es die Möglichkeit, die Symbolleiste nochmal anzupassen. Das mache ich eigentlich ganz gerne, denn da kann ich dann die Befehle, die ich besonders häufig verwende, nach oben mit hineinschieben und habe sie dann als Symbol mit oben immer die ganze Zeit eingeblendet und kann sie sofort auswählen, ohne mich erst durch ein Untermenü zu quälen. Das Anpassen geht ganz einfach. Ich zeige es mal. Ich suche mein Symbol raus. Zum Beispiel hier das Symbol. Das ist sehr wichtig. Stil kopieren. Tippe es mit dem Finger an und ziehe es einfach da oben hin, wo ich es haben möchte. Dazu gehört auch Stil einsetzen. Und wenn ich wieder die Symbole weghaben will, ist es auch ganz einfach. Ich ziehe es von da oben wieder zurück in das Menü, was ich hatte. Und da ich diese beiden Symbole sehr praktisch finde und auch in diesem Video nochmal verwenden werde, lasse ich sie einfach mal nach oben, schiebe es wieder rein und schließe dann dieses Menü. Der letzte Punkt ist bei kleinen Tabellen auch nicht so wichtig. Da kann man sich es nochmal angucken, ohne ein Bearbeitungsmenü oben. Stattdessen komme ich jetzt gleich zum nächsten Punkt, nämlich dem Gestalten von mehreren Blättern. Man kann sich so ein Numbers-Dokument folgendermaßen vorstellen, wie so eine Mappe. Und in dieser Mappe sind dann mehrere Blätter drin und auf diesen Blättern können dann mehrere Sachen sein, wie zum Beispiel eine Tabelle und ein Diagramm. Und auf dem nächsten Blatt dann halt etwas anderes. Bis jetzt haben wir nur ein Blatt oben und ich möchte jetzt ein zweites Blatt hinzufügen. Das geht durch Antippen des Plus-Symbols links daneben. Und schon habe ich ein zweites Blatt. Man kann natürlich auch bei Blatt 1 und Blatt 2 bleiben. Man kann die Blätter aber auch benennen, indem ich es einfach etwas länger mit dem Finger antippe. Und in das erste Blatt jetzt sagen wir mal Klassengrößen. Und im zweiten Blatt mache ich mal vielleicht rein eine Einkaufsliste. Die Tabelle im zweiten Blatt hat auch noch einen Namen. Die heißt Tabelle 1. Durch langes Antippen kann ich den Namen ändern. Oder wenn ich alle Buchstaben wegnehme, auch ganz löschen, reicht ja hier schon. Das Blatt heißt Einkaufsliste. Da muss die Tabelle nicht auch nochmal Einkaufsliste heißen. Gut, dann lege ich auch meine Einkaufsliste an, also Artikel und zugehöriger Preis. Und jetzt im Schnellvorlauf gebe ich mal einfach ein paar Artikel ein und die Preise allerdings noch ohne Einheit, nur die reinen Zahlenwerte. So, jetzt möchte ich die Einheit Euro hinzufügen, aber nicht selber, sondern ich möchte, dass Numbers das für mich macht.
Jetzt tippe ich wieder auf den schon ganz gut bekannten Pinsel da oben zum Einstellen des Zellaussehens bzw. des Zellformats. Denn jetzt gehe ich einen Reiter nach rechts auf Format und dann sehe ich schon, hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was so alles in der Tabelle drin sein kann. Automatische Erkennung, dann Zahlen, Währung, Prozente, Datum, Uhrzeit. Ich kann gar nicht alles durchgehen, das wird den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber ich gucke mir mal Währung genauer an, um mir die Details anzugucken. Tippe ich nicht auf die Währung selbst, sondern auf dieses Informationssymbol rechts daneben. Dann öffnet sich dieses Untermenü. Und da kann ich dann halt auch wieder ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Die Anzahl der Dezimalstellen, ob es Tausender-Trennzeichen geben soll, welche Währung, ich habe es jetzt auf Euro stehen, das gefällt mir ganz gut, wie negative Werte angegeben werden sollen. Das kann ich mir also alles einstellen, wie ich es gerne hätte. Mir gefällt das gerade so ganz gut, deswegen gehe ich da wieder raus, tippe dann einfach auf Währung und zack, schon hat er aus 3,65 3,65 € gemacht. Das möchte ich jetzt für die anderen Zellen auch. Natürlich, ich könnte es jetzt markieren und dann das gleiche Spiel nochmal machen. Ich kann aber jetzt auch meine beiden neuen Befehle von gerade verwenden. Und dazu ist die Zelle, die so in dem Format ist, wie ich sie gerne haben möchte, noch markiert. Und dann tippe ich oben links auf Stil kopieren. Dann markiere ich durch so Runterziehen des blauen Kästchens die anderen Zellen, die in dem gleichen Format dargestellt werden sollen. Tippe oben rechts auf Stil einsetzen und bups, fertig. Schon habe ich alle Zellen mit Euro-Angaben. Wie praktisch dieses Stil kopieren, Stil einfügen sein kann, zeige ich jetzt noch im zweiten Beispiel. Bei großen Tabellen werden etwa die Zeilen abwechselnd mal hell, mal dunkel dargestellt, damit man nicht in der Zeile verrutschen kann. Ist jetzt hier für diese winzige Tabelle nicht wirklich nötig. Ich mache es trotzdem mal, um zu zeigen, wie es geht. Dazu markiere ich erstmal die erste Zelle, gehe wieder bekanntermaßen auf den Pinsel und suche als Hintergrundfarbe ein helles Gelb aus und für die Zelle darunter mit der gleichen Art und Weise ein etwas dunkleres Gelb. So rechts daneben in die Zelle mit den Preisen gehe ich hinein, suche mir vielleicht ein helles Blau aus und für die Zelle darunter ein etwas dunkleres Blau. Und jetzt sehen die vier Zellen schon so aus, wie die ganze Tabelle aussehen soll. Und jetzt mache ich den Trick, den ich gerade schon mit dem Eurozeichen gemacht habe. Das heißt, ich markiere jetzt erstmal die Zellen, die schon richtig formatiert sind. Dann gehe ich auf Stil kopieren. Dann markiere ich die Zellen, die genauso aussehen sollen. Tippe auf Stil einfügen und fertig. Das sieht doch schon nach einer richtig schönen Tabelle aus. Zum Schluss erinnere ich nochmal an die automatische Summenfunktion. Das ist etwas, was wirklich Tabellenkalkulation extrem wertvoll macht. Ich möchte gerne, dass der Gesamtpreis ausgerechnet wird von dem, was ich habe. Das muss ich aber nicht von Hand machen, sondern ich gehe einfach hier rechts unten auf den Befehl Zelle, scrolle ein bisschen nach unten, tippe auf Summe und schon hat mir Numbers die Summe der einzelnen Posten ausgerechnet. Was praktisch ist, sollte sich ein Posten ändern, sagen wir mal eine Tüte, jetzt nicht 20 Cent, sondern 30 Cent kosten, dann wird die Summe sofort automatisch auch angepasst. Und damit herzlichen Glückwunsch, das zweite Modul ist auch fertig. Viel Erfolg bei deinen Übungen mit Numbers. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.